Ciao, amici sportivi und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der IIHF Weltmeisterschaft der Herren. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid völlig gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns am zweiten Spieltag hier in dieser Weltmeisterschaft. Es spielt Italien gegen die Schweiz. Die Italiener haben leider aus Gast überhaupt keine Vorteile. Dafür haben die Schweizer die kompletten Vorteile auf ihrer Seite. Mir scheint es immer so, dass die Heimmannschaft die kompletten Vorteile hat. Aber wir schauen mal. Ich lasse mich überraschen. Mal das Gegenteil. Wir spielen in der Standardeinstellungen. Die schauen wir uns jetzt gleich an. Die Zeit nehme ich mir mit denk. Und zwar, die Regeln habe ich original belassen. Ich habe auch kein Kampf, keine Strafe oder irgendwas verändert. Ich habe es einfach so, wie es hier ist, alles bei sich belassen. Genauso wie bei den Gameplay-Regeln. Schalte das eigentlich mal schnell durch, dass ihr seht, in welchem Ding das man spielt. Ich finde es gut, mal original alles zu belassen. Mal schauen, wie es funktionieren wird. Wir starten gleich los gegen die Schweiz. Mal schauen, ob das dritte Spiel hier in dieser Weltmeisterschaft genauso gewaltig wäre, als wie die ersten zwei. Ich habe es ja bei den anderen Spieltagen gesagt, Deutschland wird auf Italien treffen, das werden wir simulieren, genauso wie Norwegen auf Schweden treffen wird. Das Spiel werden wir simulieren. So, unsere Nummer 63. Ich habe mir aber noch keine Kalas rausgeschrieben. Ich versuche das Freistil hier zu machen. Könnte sein, dass einer dabei ist von den Bustertaler Wölfen. Von der Della Cruz. Ah, unser Goalie hebt, unser Goalie hebt. Er hebt bei wenn unser Goalie, super, super. Da. De la Car, De la Cruz, De la. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ist auch am Tor vorbeigegangen. Nein, die Heimmannschaft hat die Vorteile auf ihrer Seite. Gestern habe ich ja mit Deutschland gespielt, das war Heimmannschaft, hat nicht die Vorteile auf ihrer Seite gehabt. Und die Kanadier hätten eigentlich die Vorteile auf ihrer Seite gehabt. Denkt sich nichts, ich leide immer noch am Reizhorsten. Ist mir durch mein Omnibus blieben. Ich möchte es gerade dazu sagen. Die Italiener sind immer nur genauso gefährlich als wir Fünfig, möchte ich gerade dazu sagen. Yeah, da spürst die Schweiz das 1:0 gegen Italien. Ist jetzt nicht so hervorragend gewesen. Aber 1:0 heißt ja nichts. Das holen wir schon noch auf, meine lieben Sportsfreunde. Das holen wir schon noch auf. 26 Spiele insgesamt werden wir haben. Am Ende der ersten Runde.
Frank, der Frank schafft es aber nicht. Frankie. Mal schauen wir, ob ich alle vier Mannschaften in die zweite Runde bringe. Oder ob einer auf der Strecke bleibt. Ja, haben wir es wieder. Ein bisschen zu wenig zusammenspielen dann nur die Jungs aus Italien, meiner Meinung nach. So. Die Pause, wir werden ein bisschen an der Strategie arbeiten. Das wäre immer schon ausbedingen, dass man da ein bisschen an der Strategie arbeitet. Das richtig ausgesprochen habe. Gui. Gui, ja. Jawohl! Die Nummer 28. Der Kilira. So, der Daniel Gilira. Ich hoffe, dass ich das so richtig ausspreche, meine lieben italienischen Sportsfreunde, meine Amici Sportivi. Es sei jetzt mir schon wichtig gewesen, dass ich die NK drin habe, hier in dieser Weltmeisterschaft. Exklusiv ausgesucht. Ja gut, exklusiv, ich hätte schon gern eine andere Mannschaft nur dazu gehabt, aber. Lassen wir das Thema. So, die Nummer 63 am Gulli. Ehrlich gesagt, freue ich mich ja schon auf die Spiele. Deutschland gegen Italien, wenn das simuliert wird. Ein Spiel, wo ich nichts tun muss. Also so halbwegs versuchen zu kommentieren. So neutral wie möglich. Das ist das. Auch ein Spiel ist immerwährend neutral. Und hier schießt er. Das zweite Tor am heutigen Abend, dieser Daniel, dieser Hundling, der ist gut drauf. Der ist hundertprozentig gut drauf. Der will hier die Weltmeisterschaft gewinnen. So wie jeder andere. Aber er will so mehr. Yeah.
Russlands hat es noch nicht geschafft. Aber wir haben schon mal jetzt ein Führungstor. Jetzt brauchen wir gerade noch das Absicherungstor. Oh, es nutzt nichts. Schau, die Schweiz gleicht wieder aus. Die Schweizer gleichen wieder aus, weil die wollen nämlich auch Weltmeister werden. Hier. So. Hat mich interessiert, im Moment weiß ich es noch nicht, gell? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier im März weiß ich es noch nicht, wo kann man sich die Weltmeisterschaft anschauen. Würde mich freuen, wenn es mir da so einen Kommentar reinhaut, wo man sich anschauen kann, Sky oder gibt es einen eigenen Livestream. Jawohl, da gehen wir wieder in Führung. Da Thomas schießt. Der Larkin. Gut Spiel. Beide Mannschaften greifen hervorragend. Du, so soll es sein, eine Weltmeisterschaft. Genau solche Spiele liebe ich, wie es hier ist. Ein Hin und Her. Ich nenne es so gern Herzinfarktspiele. Was ganz knapp weggeht. Wenn man kämpfen muss bis zum Ende, konzentriert, ey, ihr wisst, was ich meine. Konzentriert bleiben bis zum Ende, gell? Im Sam. Magner Klo, ich hätte die Schweiz auch hernehmen können, gell? Aber. Dadurch, dass ich Skandinavien-Fan bin, wollte die Norwegen-Schweden unbedingt. Ich wollte mit Norwegen-Schweden unbedingt jetzt hier dies machen. Deutschland, dadurch, dass ich 15 Jahre in München ausgegangen bin, habe ich mir nicht mehr auch dazu. Und Italien, weil ich eben halt auch 21 Jahre lang Trucker war und auch in Italien unten immer zugegen war mit meinem LKW. Und bei ihm. Vor allem Südtirol. Der Ivan ist, genau, der Ivan. Auch die Gegend um Verona oder um Venedig um einen wunderschönen Urlaub machen. Der Ivan von dem Booster der Wölfen Spieler. Oh, sehen wir nur mit einem blauen Auge moment an. Drei Zähne. 3 Minuten noch. War 33 genug. Denkt sich auch nichts, gell? Ich mache das immer so nach Startzeiten. Aber die erste Startzeit vom Spiel, also Italien 15 Uhr. Danach kommen
Norwegen, kam mit Norwegen mit 16 Uhr, Schweden mit 17 Uhr und Deutschland mit 18 Uhr. Und so baue ich mir meine Spieltage auf. So, letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Wird hier Italien gewinnen oder gewinnt die Schweiz? Wir werden es in 15 Minuten erfahren. So mehr oder weniger. Ich glaube, so die Drittelling ist original auf 4 Minuten eingestellt. Aber Weltmeisterschaft darf da mal ein bisschen länger sein mit den Videos. Gleich die Schweiz wieder aus. Sie kämpfen, meine lieben Sportsfreunde. Wir müssen jetzt auch kämpfen, dass wir hier in der Gruppe B uns auch einen Platz an der Sonne sichern. Na, was macht er denn, der Ivan? Geht aus, sie. Nicht rein. Er muss ins Tor. Aber ein spannendes Spiel. Mir dankt ihr Spiele. So eine Spiele danken wir. Mit Fiebern. Herzinfarkte kriegen. Blut und Wasser schwitzen für seine Mannschaft. Nur auf der Uhr. 3:3 in einem gewaltigen Spiel. Also bis jetzt hat mein absolutes Lieblingsspiel. Vom Herzinfarktrisiko her. Na, was macht er denn? Warum läuft er nicht nach vorn? Hätten wir uns den Puck wenigstens sichern können. Ah, ist dein Spiel wieder anders, wenn er Bia Pro spielt. Da läuft auch, wenn der Coach so aussieht auf die Bank, gell? Schweizerland, ja, schreit's nur, Schweizerland. Das taugt mir. Lambacher.
verdammt! 4:3! Last-Minute-Tor brauchen wir nur die nächsten 30 Sekunden. Aber warum hast du nicht reingelassen? Ja, jetzt kriegen wir auch noch Strafzeit, auch noch 3,7 Sekunden. Ach, jetzt verliert Italien das Auftaktspiel. Ich meine, weil ich jetzt so gut drauf gewesen bin. Aber leider, leider, ich hab gesagt, ich bleib bei der Originaleinstellung, gell. Aber ganz knapp, aber ganz knapp. Haben wir verloren. Tut mir leid, meine lieben Amici Sportivis. Aber ich sehe es ganz knapp. Es ist wirklich ganz knapp gewesen. Aber dafür mein Highlight spielen die ersten drei Tage. Der Daniel, super gespielt. Zwei Tore hintereinander geschossen. Man muss stolz sein auf die Mannschaft. Aber es folgen ja noch Spiele. Es folgen ja noch Spiele. Morgen spielen wir gegen Kanada. Ist zwar auch eine starke Mannschaft. Dann folgen noch Spiele gegen Dänemark, Russland, Deutschland, Slowenien und Kasachstan. Folgt auch noch. So. Wie gesagt, 15. Mai, morgen gegen Kanada. Der Daniel ist Topstorger. Schauen wir uns die Tabelle an. Die Tabelle besagt Folgendes im Moment. Russland bleibt auf Platz 1, hat einen Spieltag. Dänemark auf Platz 2, Deutschland auf Platz 3. Die Schweiz auf der 4, Italien auf der 5. Sind wir gar nicht so schlecht. Du, ja gut, 4 war jetzt besser gewesen, aber... Es wisst, was ich meine. Dann Kanada. Keine Ahnung, warum, dass man da Kanada mit K schreibt und auf dem Thumbnail oben steht es mit C. Weil es genauso im Ding drin war. Egal. Dann die Slowakei und dann kommen die Kasachen. Das wäre jetzt hier die Aufstellung, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, trotz Niederlage, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, da kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Weltmeisterschaft weitergeht,
Nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Seid um 17 Uhr gegen Schweden, Schweden gegen Tschechien dabei. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mal gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.